aber denn er hat wunderbar seine Liebe und Güte, muss das heißen. Da hat sogar die Und vergessen. Seine Liebe mir erwiesen und seine Güte mir gezeigt, heißt das. Wunderbar, seine Liebe mir erwiesen und er hat Und dazwischen, ja. Genau, dann machen wir nochmal, ist nicht schlimm. Ich traue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben ja letzte Woche vom einmal gültigen Opfer gehört und dass wir nicht nachlassen sollen, an dieses Opfer zu glauben und um Vergebung der Sünden zu bitten, weil wir da ja immer wieder von abhängig sind. Aber damit wir recht um Vergebung bitten können, ist es wichtig, dass wir Vertrauen haben. Das hängt alles zusammen. Wenn wir nicht darauf vertrauen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, um unseres Heiles und der Vergebung der Schuld willen, dann werden wir damit unsere Probleme haben. Also Vertrauen ist wichtig. Und im zweiten Teil der Lesung, die wir heute hören werden, gibt es unzählige Beispiele dafür, wer auf Gott vertraute und was Gottvertrauen heißt. Dass wir uns daran ein Beispiel nehmen können und sollen, dass wollen wir in diesem Gottesdienst lernen und erfahren. Aber zunächst einmal singen wir miteinander das erste Lied. Das ist die Nummer 454, Auf und mach die Herzen weit. Musik.
Wir beten mit Worten aus Psalm 32. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen darf sich jeder, dem die Schuld vom Herrn nicht angerechnet wird und dessen Leben frei von Falschheit ist. Herr, einst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du hast mir alles vergeben. Deshalb soll jeder, der dir die Treue hält, zu dir beten, wenn er in Not gerät. Wenn sie ihn dann bedrängt wie eine Flut, wird sie ihn nicht verschlingen können. Bei dir finde ich Schutz. Du hältst die Not von mir fern, so dass ich über meine Rettung jubeln kann. Der Herr hat mir geantwortet. Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Sei doch nicht unverständig wie ein Maultier oder Pferd, das man mit Zaum und Zügel lenken muss. Dann wird dir nichts geschehen. Wer Gottes Gebote missachtet, der schafft sich viel Kummer. Wer aber den Herrn vertraut, der wird seine Güte erfahren. Ihr, die ihr dem Herrn gehorcht, freut euch und jubelt über ihn. Wer zu ihm hält, der soll vor Freude singen. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lieber Vater, durch Jesus Christus kommen wir zu dir, um dir unsere Schuld zu bekennen. Herr, du gibst uns immer wieder Zeichen und sagst zu uns, vertraut mir, denn ich will euch vergeben. Du lässt niemanden fallen, zeigst uns immer wieder deine Güte und Gerechtigkeit. Warum fällt es uns dann so schwer, dir zu vertrauen? Täten wir das, so würde uns leichter im Leben. Das sagt der Psalmbeter. Aber wir verschließen uns immer wieder. Dein Sohn ist für unser Heil und unsere Vergebung am Kreuz gestorben. Zeig uns doch immer wieder den Weg zu ihm. Er ist unser guter Hirte. Aber wir gebärden uns oft wie verlorene Schafe. Wir bitten dich, sammle du uns unter deinem Wort und unter deiner Gnade, dass deine Herde, wir unwürdige Menschen, von Schuld und Sünde erlöst werden können. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ach Herr, wenn du Sünden anrechnen wolltest, wer könnte dann vor dir bestehen? Aber du rechnest uns unsere Sünden nicht an und vergilst uns nicht nach unserer Missetat. Denn bei dir ist die Vergebung und viel Erlösung ist bei dir. Darum geben wir dir die Ehre.
Ihr seid Gott in der Höhe, ihr seid Gott in der Höhe, ihr seid Gott in der Höhe, ihr seid Gott in der Höhe. Herr Jesus Christus, du, der du für unsere Vergebung am Kreuz gestorben bist, du willst, dass wir dir nachfolgen. Du willst, dass wir dich von ganzem Herzen suchen. Du willst dich von uns finden lassen. Herr, wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu das Vertrauen zu dir und zu deinem Werk gibst, das so unfassbar ist, dass wir es mit unserem Verstand nicht zu fassen vermögen. Wir bitten dich, führe du uns immer wieder zu deinem Licht und zu deiner Vergebung. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, 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 Amen. Wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 10, die Verse 32 bis 39. Denkt daran, wie ihr euch früher bewährt habt, gleich nachdem ihr die Wahrheit kennengelernt hattet. Damals musstet ihr einen langen und harten Kampf bestehen. Die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt, und die anderen standen zu ihnen. Ihr habt mit Gefangenen gelitten. Wenn man euer Eigentum fortnahm, habt ihr es voll Freude ertragen, weil ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, den man euch nicht nehmen kann. Werft euer Vertrauen nicht weg, denn eine große Belohnung wartet auf euch, wenn ihr treu bleibt. Ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott will. Nur dann bekommt ihr, was er versprochen hat. In den Heiligen Schriften sagt Gott: Noch eine kurze Zeit dauert es, bis der, der angekündigt ist, kommt. Er wird sich nicht verspäten. Wer mir vertraut und mir die Treue hält, wird leben. Wer aber mutlos aufgibt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wir gehören nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen. Vielmehr gehören wir zu denen, die treu bleiben und das Leben gewinnen. Halleluja! Vertraut den neuen Wegen, denn der Herr wird es wohl machen. Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Herr Gott, wir bitten dich, dass du uns in der Wahrheit heiligest. Und wir bitten dich, lass uns erkennen, dass dein Wort die Wahrheit ist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in der letzten Seligpreisung fasst Jesus das zusammen, was in der Lesung geschrieben steht. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen und verfolgen und alles Böse mit Unrecht wieder euch reden um meinetwillen. Freut euch, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So
lässt sich diese Verse zusammenfassen. Aber der Reihe nach. Der Schreiber des Hebräerbriefs macht darauf aufmerksam, dass die Menschen, nachdem sie die Wahrheit erkannt haben, nämlich dass Jesus Christus ihr treuer Erlöser ist, der sich für sie dahingegeben hat, vieles erleiden mussten. Dass ihnen Besitz weggenommen wurde, dass sie öffentlich beleidigt, ja, getötet wurden, ja, dass sie unsägliches leiden mussten. Und dies ging durch die Kirchengeschichte bis hin in die heutige Zeit. Wir wissen, dass weltweit die Christenverfolgung zunimmt und das Leid unserer Glaubensbrüder und Schwestern weltweit wirklich zunimmt. Aber sie ertragen es geduldig. Sie setzen sich für den Glauben ein, sie stehen für den Glauben ein und riskieren damit nicht selten ihr Leben. Vertrauen steht hier über dem eigenen Leben. Das hat Jesus mit der letzten Seligpreisung gemeint. Freut euch, was auch immer ihr erleiden müsst, ihr wisst, dass bessere Zeiten kommen, dass euer Lohn von unserem himmlischen Vater kommen wird und dieser Lohn größer sein wird als all das, was ihr auf Erden empfangen habt und jemals empfangen werdet. Vertrauen zahlt sich aus. Wenn Menschen einander vertrauen, dann kann Leben gelingen. Wenn ein Kind den Eltern bedingungslos vertrauen kann, dann hat es in der Regel eine glückliche Kindheit. Und dieses Vertrauen, das geht weiter. Dieses Kind, das den Eltern bedingungslos vertrauen konnte, wird auch in der Lage sein, so zu handeln, dass die Kindeskinder ebenfalls Vertrauen fassen können und fassen werden. Und Vertrauen zu Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, zahlt sich doppelt aus. Zum einen geht es darum, dass wenn wir ihm vertrauen, ihn auch von Herzen anrufen und um Vergebung bitten können. Wer seine Last und seine Schuld an Jesu Kreuz legt, der spürt die befreiende Wirkung dieser Vergebung. Ja, man kann diese Worte Jesu förmlich spüren. Nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein leichtes Band um den Hals eines Stieres tut weniger weh als ein festes Joch. Dieses feste Joch engt ein und schmerzt auch gelegentlich. Wer eine leichte Last auf seinen Schultern hat, der kann spüren, wie befreiend dies ist. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Zentner Kartoffeln auf dem Buckel habe oder bildlich gesprochen ein Kilo Federn. Vertrauen zu Jesus zahlt sich aber zum Zweiten noch weiter aus.
Vertrauen zu Jesus Christus heißt, dass wir das Anrecht auf das ewige Leben haben. Denn wer auf Jesus vertraut, der wird im Frieden mit unserem himmlischen Vater leben können, weil er sich durch Jesu Tod ein einziges Mal mit der Welt versöhnt hat. Also dieses Vertrauen in zweifacher Hinsicht, einmal die Vergebung der Schuld und zum anderen die Gewissheit, in Frieden mit Gott, unserem himmlischen Vater, leben zu können, lohnt sich allemal. Denn wir wissen, dass in Gottes Händen unsere Zeit steht, dass wir jeden Tag aus seiner Hand nehmen können und ihn des Abends auch dankbar wieder zurückgeben können. Darum ist Vertrauen gut und wichtig. Und wir können nur hoffen, dass wir immer wieder zu diesem Vertrauen zurückfinden, auch wenn wir es verloren haben. Denn dann sind wir geborgen in Gottes liebender Hand. Wir singen nun das nächste Lied. Das ist die Nummer 664. Wir strecken uns nach dir. Zweiten Teil der Lesung. Hier geht es um Beispiele, in denen Menschen auf Gott vertraut haben, und ja, wir hören auch, was dies für positive Folgen hatte. Wir lesen weiter im Hebräerbrief, Kapitel 11. Gottvertrauen heißt, sich verlassen auf das, was man hofft, und fest mit dem rechnen, was man nicht sehen kann. Durch solches Vertrauen haben vorbildliche Menschen früherer Zeiten bei Gott Anerkennung gefunden. Weil wir Gott vertrauen, wissen wir, die Welt ist durch sein Wort geschaffen worden. Das Sichtbare
ist aus dem Unsichtbaren entstanden. Weil Abel Gott vertraute, brachte er ihm ein besseres Opfer dar als sein Bruder Kain. Weil er sich auf Gott verließ, konnte er vor ihm bestehen und Gott nahm seine Gaben an. Obwohl Abel tot ist, spricht er durch sein Vertrauen noch heute zu uns. Weil Henoch Gott vertraute, wurde er zu Gott geholt und musste nicht sterben. Keiner konnte ihn finden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Die heiligen Schriften sagen von ihm, ehe sie von diesem Vorgang berichten, dass Gott Freude an ihm hatte. Keiner kann Gott gefallen, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott kommen will, muss sich darauf verlassen, dass Gott lebt und die belohnt, die ihn suchen. Weil Noah Gott vertraute, konnte er Weisungen empfangen für einen Fall, der erst später eintreten sollte. Er gehorchte und baute ein Schiff, in dem er mit seiner ganzen Familie gerettet wurde. Weil er sich auf Gott verließ, trennte er sich von den Menschen, die sich gegen Gott auflehnten. So fand er bei Gott die Anerkennung, die dem Vertrauen zuteil wird. Weil Abraham Gott vertraute, gehorchte er, als Gott ihn rief. Er machte sich auf den Weg in ein Land, das er als Geschenk bekommen sollte, und verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er ging. Weil er Gott vertraute, lebte er in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte, als ein Fremder, mit Isaak und Jakob, die dieselbe Zusage bekommen hatten, lebte er in Zelten. Denn er wartete auf die Stadt mit dem festen Grund, die Gott selbst entworfen und gebaut hat. Weil Abraham Gott vertraute, bekam er die Kraft, Vater zu werden, als er schon alt und seine Frau Sarah eigentlich keine Kinder mehr bekommen konnte. Er verließ sich darauf, dass Gott seine Zusage halten würde. So bekam dieser eine Mann, der fast schon tot war, so viele Nachkommen, wie es Sterne am Himmel oder Sandkörner am Strand des Meeres gibt. Abraham, Isaak und Jakob sind im Vertrauen auf Gott gestorben. Sie selbst haben nicht bekommen, was Gott versprochen hatte, aber sie sahen es aus der Ferne und freuten sich darauf. Sie sprachen offen aus, dass sie nur Gäste und Fremde auf der Erde waren. Wer so etwas sagt, bringt zum Ausdruck, dass er eine Heimat sucht. Sie sehnten sich nicht zurück in das Land, das sie verlassen hatten, sonst wären sie wieder zurückgekehrt. Sie sehnten sich vielmehr nach einer besseren Heimat, nach der himmlischen. Und deshalb schämt sich Gott nicht, ihr Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zu heißen. Er hat ja auch eine Stadt für sie gebaut. Weil Abraham Gott vertraute, brachte er ihm seinen Sohn als Opfer dar, als er von Gott auf die Probe gestellt wurde. Er war bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern, obwohl Gott ihm doch versprochen hatte. Durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Aber Abraham rechnete fest damit, dass Gott Isaak auch wieder lebendig machen konnte. Darum erhielt er seinen Sohn gleichsam vom Tod zurück. Weil Isaak Gott vertraute, segnete er Jakob und Esau. Er verließ sich darauf, dass die Segensworte einst in Erfüllung gehen würden.
Weil Jakob Gott vertraute, segnete er kurz vor seinem Tod die beiden Söhne Josefs. Gestützt auf seinen Wanderstab neigte er sich in Ehrfurcht vor Gott. Weil Josef Gott vertraute, konnte er vor seinem Tod über den künftigen Auszug der Israeliten aus Ägypten sprechen und Anweisungen geben, was dann mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Weil die Eltern von Mose Gott vertrauten, hielten sie ihn nach seiner Geburt 3 Monate lang versteckt. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war und hatten keine Angst, dem Befehl des Königs zu trotzen. Weil Mose Gott vertraute, wehrte er sich, als er erwachsen war, dagegen, dass die Leute ihn Sohn der Königstochter nannten. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes zu leiden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Er war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Verachtung, die einer für Christus auf sich nimmt. Er dachte an die Belohnung, die auf ihn wartete. Weil Mose Gott vertraute, zog er aus Ägypten und fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde. Das gab ihm Mut. Weil Mose Gott vertraute, führte er das Passafest ein. Er befahl, die Türen mit Blut zu bestreichen, damit der Todesengel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschone. Weil die Israeliten Gott vertrauten, konnten sie das Rote Meer durchqueren wie trockenes Land. Als die Ägypter das auch versuchten, ertranken sie. Weil die Israeliten Gott vertrauten, stürzten die Mauern von Jericho ein, nachdem das Volk 7 Tage lang um die Stadt gezogen war. Weil die Hure Rahab Gott vertraute, nahm sie die israelitischen Kundschafter freundlich auf. Deshalb wurde sie nicht zusammen mit den anderen getötet, die Gott ungehorsam gewesen waren. Soll ich noch mehr aufzählen? Die Zeit würde nicht ausreichen, um von Gideon, Barak, Simson, Jiftach, David, Samuel und den Propheten zu erzählen. Weil sie Gott vertrauten, kämpften sie gegen Königreiche und siegten. Sie sorgten für Recht und erlebten, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Sie hielten Löwen das Maul zu und löschten glühendes Feuer. Sie entgingen dem gewaltsamen Tod. Sie waren schwach und wurden stark. Sie kämpften im Krieg wie Helden und trieben fremde Heere zurück. Frauen, die Gott vertrauten, sahen ihre Toten lebendig wieder. Einige starben unter der Folter. Sie weigerten sich, die angebotene Freilassung anzunehmen, denn sie hofften auf ein neues und besseres Leben. Andere wurden verspottet und ausgepeitscht, gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert hingerichtet. Sie zogen in Schaf- und Ziegenfällen umher. Sie litten Mangel, wurden verfolgt und misshandelt. Wie Flüchtlinge irrten sie durch Wüsten und Gebirge und lebten in Höhlen und Erdlöchern. Die Welt war es nicht wert, dass solche Menschen in ihr lebten. Diesen allen hat ihr Vertrauen das beste Zeugnis ausgestellt, und doch hat keiner von ihnen die Gabe bekommen, die Gott versprochen hatte. Gott hat unseretwegen einen umfassenderen Plan, denn er wollte nicht,
dass sie ohne uns vollendet werden. Ihr Lieben, all dieses Vertrauen dieser Menschen ist beispiellos. Durch dieses Vertrauen konnte Jesus in die Welt kommen. Durch dieses Vertrauen ist er letztendlich für uns in den Tod gegangen. Durch dieses Vertrauen, das er zu seinem himmlischen Vater hatte, ging er durch den Tod hindurch und erstand glorreich auf. Durch dieses Vertrauen, das Jesus zu seinem himmlischen Vater hatte, konnte er den Himmel auffahren und sich zur Rechten des Vaters niederlassen. Durch dieses Vertrauen Jesu kam der Heilige Geist auf die Erde und erfüllte, was gesagt ist: Ich schicke euch einen Tröster, der an meiner Stelle in der Welt Trost und Hoffnung spenden wird. Vertrauen wir uns doch genau wie diese vielen Menschen in der Lesung Jesus an. Dann wird unser Lohn groß sein bei unserem himmlischen Vater im Himmel. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der an unser Begreifen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Herr Jesus, unser Bruder, wir danken dir, dass wir immer wieder neu von dir hören und von dir lernen können. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder zu dir ziehst und uns lehrst, Vertrauen zu dir zu haben. So wie all die Menschen zu unserem himmlischen Vater Vertrauen hatten, von dem wir eben gehört haben. Wir danken dir dafür, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, dass durch dein Vertrauen der Friede zwischen uns und Gott wiederhergestellt werden konnte. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu dieses Vertrauen zu dir schenkst, damit wir Anteil haben können am Lohn unseres himmlischen Vaters. Wir bitten dich, nimm du alles von uns, was uns trennt von dir, damit wir vor dich treten können und dir die Ehre geben können, die dir gebührt. Mein Herz.
Jesus, wir lieben dich. Thank you.
siehst, dass du, wenn wir uns verirrt haben, immer wieder uns suchst und uns auf den richtigen Weg zurückführst. Ja, wir bitten dich, schenke uns dieses Vertrauen wie Schafe zum guten Hirten. Denn du bist unser guter Hirte, der uns leiten und führen will. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen und in alle Ewigkeit. Amen. Dir gebührt die Ehre. Dir gebührt die Ehre. Ihr Lieben, wir möchten euch gerne noch einige Dinge mitteilen. Wir laden herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Einmal zum Friedensgebet und am kommenden Sonntag zum Gottesdienst, zum 20. Sonntag nach Trinitatis. Da dies das letzte Wochenende der Herbstferien ist, findet noch kein Kindergottesdienst statt. Wir vertrauen immer wieder darauf, dass wir durch Jesus Gemeinschaft haben können. Dies haben wir während der letzten 2,5 Jahre immer wieder deutlich gespürt. Wir haben gemerkt, dass gegenseitiges Vertrauen Gemeinschaft stiften kann. Und wir haben auch gespürt, dass wir uns durch euer Gebet getragen wissen konnten und bis heute können. Dafür sind wir euch von Herzen dankbar. Wir weisen auch noch einmal darauf hin, dass ihr uns auch gerne Gebetsanliegen senden könnt, die wir dann im Gottesdienst mit berücksichtigen. Es ist natürlich alles freiwillig, aber wir würden uns freuen, wenn das ein oder andere kommen würde. Auch heute werden wir wieder die beiden Kontonummern, zum einen für die Flutopfer und auch für die Ukraine, einblenden. Es ist immer noch viel, viel Hilfe erforderlich und wir danken euch für all die bisher geleistete Hilfe und auch für die Hilfe, die noch kommt. Alle anderen
Kollektenzwecke könnt ihr wie immer aus dem Internet über eure Gemeindeämter und natürlich auch in den Präsenzgottesdiensten erfahren. Gott segne Geber und Gaben. Nun wollen wir miteinander die Fürbitten halten. Lieber Vater, durch Jesus Christus kommen wir zu dir, um dir zu danken. Zu danken dafür, dass du ihn in diese Welt gesandt hast. Ja, Herr, wir bitten dich, lass uns von ihm lernen, Vertrauen zu haben. Denn was für ein größeres Vertrauen konnte es geben, das er dir entgegenbrachte, indem er sich für uns dahingab. Ja, Herr, um dieses Vertrauen bitten wir. Herr, wir bitten dich, schenke uns immer wieder Vertrauen, schenke auch all denen Vertrauen zu dir, denen dies schwerfällt. Befreie du uns von Selbstsucht und Eigennutz. Gib, dass wir all unsere Kraft darauf verwenden, dir nachzufolgen. Herr, schenke uns Vertrauen. Wir bitten dich um den Weltfrieden. Das ist immer wieder das Gleiche. Wir können nicht anders, als dich um diesen Frieden zu bitten, weil wir immer wieder spüren, dass unser Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, um Frieden zu kämpfen und zu ringen, auf der Strecke bleibt. Wir bitten dich, dass du bei all denen bist, die unter den Kriegsfolgen leiden. Dass du aber auch bei denen bist, die sich bemühen um Frieden, die darum verhandeln. Schenke auch ihnen Vertrauen. Wir bitten dich auch für unser Land und unsere Gesellschaft. Wir bitten dich, löse du die Härten, die sich mit der Zeit in unserem Land und unserer Gesellschaft entwickelt haben. Schenke du uns die nötige Einsicht dafür, dass es sich lohnt, einander zu vertrauen und vor allen Dingen einander wertzuschätzen, dass die Spaltungen überwunden werden können. Gib unsere Regierung den Mut, ja, jetzt wirklich das zu tun, was nötig ist. Dass sie auf dich vertrauen, damit sie nach deinen Wegen gehen können und nach deinen Gesetzen leben. Schenke du auch ihnen Vertrauen. Alles, was uns sonst bewegt, bringen wir in der Stille vor dich. Wir bringen dir unsere Situationen und wir bringen dir das, was uns bedrückt und ängstigt, aber auch das, wofür wir dir danken möchten. Und vor allem bringen wir dir die Menschen, um die wir uns sorgen. Jesus, du hast gesagt, ich kenne meine Schafe und die Schafe kennen mich. Das hat mit Vertrauen zu tun.
Gib, dass wir das nötige Vertrauen zu dir haben, damit wir gerettet und erlöst werden können. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu zu deinen Kindern machst, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen miteinander das Schlusslied. Das ist die Nummer 395, Vertraut den neuen Wegen. Wir möchten euch Dank sagen, dass ihr mit uns diesen Gottesdienst gefeiert habt. Möge euch Gott immer wieder neues Vertrauen schenken. Wir bitten euch, dass ihr auf euch aufpasst und geduldig bleibt und vor allen Dingen, dass euch eure Gesundheit erhalten bleiben möge. Und so geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in den Rest der Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, 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 Amen. Wir singen nun zum Schluss als Nachspiel, wer auf Gott vertraut. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten vor den Träumen der Nacht. Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag gehen, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir.
befohlen über dir, dass sie dich beschützen Tag und Nacht. Wer auf Gott vertraut, darf sich sicher wissen, in den Händen der Liebe, die ihn halten. Er darf mit Freude Gottes Hilfe sehen, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich beschützen Tag und Nacht. Ich behüten, dich bewahren, dich beschützen bei Tag und Nacht. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich